Aloy. Wo sind die anderen? Nicht weit zurück. Eierkopf wollte partout nicht mit den anderen reisen. Sind alle da? Dann legen wir los. Ein Tunnel. Ein alter Fluchtweg aus den Ruinen auf der Insel. Als mir klar wurde, dass man damit über das Wasser kommt, ich dachte, man kann so unentdeckt kommen und gehen, also hielt ich ihn vor den anderen geheim. Wollen wir? Ich wünschte, es gäbe einen geruchloseren Weg in die Basis hinein. Stimmt. Da ist der Startturm. Die Ebene bietet nur wenig Deckung, also ist der beste Weg der hier. Er wird von Phantomen bewacht. Und in den Hangars dort sind noch viel mehr. Alles klar. Alva, Kotalo, legt los. Was haben Sie vor? Etwas Wichtiges. Erend, komm mit mir. Leute, sucht eine hochgelegene Stellung für Feuerschutz. Taktisch klug, schätze ich. Was hat sie vor? In der Nähe ist ein Sensorknoten. Wenn ich mich reinhacke, sollte ich das Netzwerk lahmlegen können, damit ihr unentdeckt bleibt. Aber nicht lange. Dann sollten wir weitermachen. Eine Sache noch. Öffne den Kanal zu Beta, nur Audio. Aloy! Wir sind hier und kommen dich holen. Du weißt, was zu tun ist? Solange ihr euren Teil einhaltet. Werden wir. Bis bald. Pass auf. Los geht's. Okay, dann go. Kommt so schnell wie möglich zum Startturm. Ich versuche, unser Eindringen zu verschleiern. Auf zum Startturm. Oh Vorsicht, Gott. Aloy. Ja. Phantome voraus. Habe ich schon gesehen. Eilende Beere, geil. Vorsicht. Muss man hin? Mach ich doch. Da hinten, okay. Erledige die Phantome. Willst du mich verarschen? Habe ich gar keinen Bock drauf. Oh. Nimm's dir, wenn du's willst. Klappt gut. Also dann. Bläpp. Müssen wir hoch. Da hinten, ne? Die Wand mit Sicherheit, ne? Warte. Scannt ihr ruhig. Scannen. Ich glaube, da oben ist eine Höhle, durch die wir durch den Berg kommen. Klettern wir da hoch. Da, ja. Gar keinen Bock zu kämpfen jetzt gerade. Könnt ihr euch jetzt mal verpissen irgendwie oder so? Das wäre ganz geil. Kann man da hochklettern? Wenn nicht, dann sprinte ich da einfach schnell hin. Ich probier's. Tschüss. Ja, da kann man hochklettern. Geil. Okay, warte. Und was ist denn im Rucksack, Alteisen? Fuck, ich muss davon. Alba und ich nähern uns dem Regulator. Oh, fuck. Junge, willst du noch weiter fliegen? Krank. Warte. Oh, los, jetzt schnell. Geil. Ciao, Freunde. Ehren ist geskriptet, der kommt sowieso hinterher. Alles gut. So.
Hier geht's lang. Warte mal, kann man da rüberspringen? Hier runter kommt mir irgendwie falsch vor. Oh, alles okay? Mir geht's gut. Aber ich glaube, springen wäre die richtige Option gewesen, weil hier kommen wir nicht ran. Okay, warte. Ich muss wieder hoch. Großartig. Können wir jetzt bitte raus aus der Höhle? Ist ja gut. Ah, guck mal, er ist schon rübergesprungen. Ja, er hat's richtig gemacht. Okay, Entschuldigung. Hätte er klappen können. Macht auch nichts, wenn er jetzt mal aus dem Wasser ein bisschen schneller rausgehst, übrigens. So. Kann man darüber irgendwie? Leider nein. Okay. So. Ja, von mir aus. So. Oh. Ach, von hier darüber, ja, okay. Das wünschte ich hätte einen Gleiter. Ich muss wohl irgendwie anders rüber. Gehen wir, Aloy. Es stinkt hier drin. Ja, alles gut. Viele tote Maschinen auf der Insel. Wir haben viele erlegt, als wir hier landeten. Ihre Bauteile könnten wir jetzt nützen. Noch ein Phantom. Schleichen oder kämpfen, deine Wahl. Okay, warte, ich gehe hier rum. Es hat mich direkt gesehen, ich raste aus. Wir müssen einfach nur darüber springen. Ne? Ja, komm, scheiß auf ihn. Schon müde? Ja. Yep. Oh. Ich glaube, sie haben uns nicht gesehen. Ja! Weg mit dem Unkraut! Wir sind durch. Mhm. Diese Phantome sind echt gut! Den übernehmen wir, Aloy! Geh weiter! Ja, kein Problem, macht mal. Über den Sturmvogelkadaver kommen wir darüber. Ich hasse Sturmvögel. Ja, ich auch. Aber tot ist dieser hier ganz praktisch. Das ist richtig. Weißt du noch damals? Ich hätte gerne einen getapten Sturmvogel. Die Sorge war, dass Meridian vielleicht zerstört wird. Also statt der ganzen Welt wie jetzt. Ja. Schöne Zeiten. Good times. Oh, mehr Phantome. Ich greife an, wenn du es tust. Ja, warte mal. Oh fuck, Alter, die sind ja überall gefühlt. Ja, scheiß drauf. Wo sind wir denn hin? Da oben zurück, kann ja auch nicht sein. Ich überlege gerade, wo wir hin müssen. Hier hinten weiter. Erstmal hier hoch, würde ich behaupten, oder? Hier, den Fels hoch. Okay. Wenn sie das sagt. Ganz ruhig, Aloy. Wir müssen um diese Ecke herumklettern. Ich versuche nicht zu jammern. Ich kann euren Weg sehen. Weitergehen! So aber sicher. Wir können. Alles okay? Geht schon. Ich schaue schon mal vorsichtshalber, ob wir welche sind, aber anscheinend nicht. So. Endstation. Da oben sind wieder welche. Mehr als wir auf einen Schlag brauchen. Das steht fest. Oh, oh. Sein Ernst? Aua. Liegt hier zufällig so eine geile Kanone rum? Nee, ach, schon. Okay, dann machen wir den hier. Nochmal.
So, das waren zwei geile Treffer gerade. Warte. Das nicht. Ach nee. Ich dachte, er schlägt hier rüber. Kann ja auch sein. Du bist als nächstes dran. Was kann ich denn dafür? Warte. So. Komm schon, den Felsen hoch. Aloy, Alva und ich sind in Position. Dann los. Jag den Regulator hoch. Geil. Moment, ich muss die Ladungen anzünden. Alva und Kotalo haben es geschafft. Jetzt ist Beta dran. Ach, Aloy, ich glaube, das gibt Ärger. Wie auch immer du diese Phantome aufhalten willst, mach es lieber jetzt. Ich mache gar nichts. Beta macht das. Sie braucht nur etwas Zeit. Zeit haben wir nicht. Komm schon, Beta, komm schon. Was ist das? Unsere Armee. Ja, du hast ihre Aufmerksamkeit. Sehr clever. Beta hat Hephaestus in die Druckermatrix der Basis injiziert. Was schneller und mächtiger ist als jede Brutstätte. Und jetzt hat er so viele Maschinen raus, wie er will. Komm schon, gehen wir zum Startturm, bevor das hier ein Kriegsgebiet wird. Dein Manöver, so klug wie es war, bedeutet, dass Hephaestus ausbrechen konnte. Er wird zweifellos ins Brutstättennetzwerk fliehen. Wir haben ihn einmal gekriegt, das schaffen wir wieder. Oder wir finden einen Weg, seine Funktionalität zu replizieren. Mit der Apollo-Datenbank. Das ist auch eine Idee. Oder einfach beides. Als Kombination. So nämlich. Aloy, falls wir es nicht schaffen, bereue ich nur eine Sache. Und das wäre? Dass wir so viel geklettert haben. Der Felsen dort könnte uns als Brücke nach oben dienen. Okay. Ah. Darf ich? Warte. Sag mal, wieso ist da eine Alpha-Wand? Hä? Sag mal. Oder meinen Sie einen anderen? Irgendwie. Hä? Irgendwie verstehe ich es noch nicht so ganz. Kann es nicht sein. Wir müssen... Ja? Nicht alle Phantome kämpfen wohl gegen unsere Maschinen. Nein, denn das wäre so schön einfach gewesen. Kein Problem. Ach, jetzt verstehe ich erst, was Sie meinten. Okay, warte. Lasse ich das hier. Groß! Großer Sprung. Wir sind durch, ohne einen Kampf. Nach rechts, glaube ich. Da kommst du gerade her, du. Und jetzt nach links? Durch den Hangar da vorne gelangt ihr zum Startturm. Ich komme jetzt zu euch rüber. Der Hangar ist in schlechtem Zustand, aber ich sehe den Eingang. Schnell, Aloy! Beim Blut der Zehen! Tschüss. Hab noch was vor.
Oh, warte, ich muss niesen. Ach, so. Schau dir mal das ganze Sinus-Zeug an. Kann ich nicht. Wir haben was vor. Alter. Na los, gehen wir! Hier lang, Dämon! Das ist der Tod, der mir versprochen wurde. Los! Möge Regala friedlich in den Kreislauf zurückkehren. Bitte. Frieden war ihr gleichgültig. Wenigstens starb sie selbstbestimmt, nicht als seine Marionette. Aloy, es war heftig, aber Kotalo brachte mich zu einem Netzwerkknoten. Ich versuche reinzukommen. Versuch's weiter. Wir sind fast am Turm. Das ist korrekt. Jetzt wissen wir, wer hier so viel Stress macht. Tildas Schoßhündchen. Silence! Da kommen Zeniths. Könnten wir ihre Schilde deaktivieren? Wird hochgefahren. Halt still! Es ist sinnlos. Du kannst uns nicht verletzen. Versteht doch. Ihr seid Würmer, die sich durch Mauerritzen unserer Keller gezwängt haben. Silence! Noch einen Moment. Ich verschone euch vielleicht, wenn ihr Tilda aufgebt. Man kann wohl sagen, dass sie ihren Platz in unserer Unternehmung aufgegeben hat. Für immer. Ah, so. Nichts? Gar nichts? Gut. Alles klar, Leute. Feuer frei! Sollen wir etwa Angst haben? Gerard nicht entkommen lassen. Es dauert nicht lange, bis er einen Shuttle-Start bereit hat. Dann kann er Beta und Gaia auf die Odyssee und aus unserer Reichweite bringen. Wir müssen da durch? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Dann machen wir einen Weg frei. Bereit? Ich los. Muss hoch auf den Turm und Beta befreien. Hey Leute, hier! Stirb, Maschinenabschaum! Entschuldigung, uns geht's gut.
Sofern Alva sich beeilt! Ich bin schon fast im Netzwerk! Gib einfach dein Bestes! Was ist das hier? Schade. Ich dachte, da kann man gar nichts mitmachen. Ein Aufzug. Vielversprechend. Wir haben noch eine Rechnung offen, Kleine. Ich brauche keinen Schild, um dich fertig zu machen. Glaub mir, du wirst dir einen wünschen. Du und ich, wir sind ein tolles Team, nicht wahr? Oh geil, das geht. Oh fuck, ich bin daneben, warte mal. Top vorbereitet, warte mal. Wo ist er? Da. Fick dich, ich wollte gerade schießen. Das hast du gespürt, oder? Hör auf zu fliegen, Mann. Ich kann das auch nicht. Man muss ihm einen Sturmvogel tämen. Das wäre echt geil. Ist ja gut jetzt, meine Güte. Ich mach dich fertig! Warte mal, wie wär's denn mal damit? Oh, geil, Headshot. Der hat voll viel rausgehauen, guck mal. Schon wieder. Warte, nicht so. Hey Leute, bist du da? Ich komme dir helfen. Brauchst du nicht mehr. Warte, was ist das denn, Frankes? Warte. Nee, sehe ich nicht. Warte. Nee. Lass das mal. Ich muss hier mal kurz. Oh, dein Schild läuft nicht, was? Oh. Müssen wir wieder ein bisschen auf Distanz kriegen. Ja, warte. Oh, ich wünschte, das ging niemals enden. Aber alles hat einmal ein Ende, nicht wahr, Mäuschen? Kann er mal aufhören, Mäuschen zu sagen? Aua. Komm näher. Gleich habe ich ihn, warte. Oder. Wir werden ja in seinem Kopf stecken, ne? Fast vergessen, wie sich Schmerzen anfühlen. Jetzt geht der Spaß los, oder? Geht's dir gut? Es geht gleich wieder. Komm an. Los. Leite deine Schwester. Ich gehe zu den anderen und sehe nach, wie es läuft. Was ist mit dem Boden los? Voll bodenlos. Ah, herrlich. Die Maschinen und Phantome haben sich fast gegenseitig ausgelöscht. Was war das? Aloy, Gerard hat die Selbstzerstörung Ausfallsicherung der Druckermatrix aktiviert. Er kontrolliert jetzt einige Systeme. Auch den Aufzug? Ich fürchte ja. Er hat den Zugang nach oben gesperrt. Du wirst ab da klettern müssen. Ich hab ihn fast. Mist. Ich dachte, wenn ich nochmal aktiviere, fährt er weiter, aber jetzt fährt er wieder runter. Warte. Ah. Hätte er klappen können. Ich dachte, ich kann das System dribbeln, wenn ich nochmal auf Aktivieren drücke, bevor sie ausgesprochen hat mit der Selbstzerstörung. Das hat nicht so funktioniert. Da müssen wir hier manuell hoch. Das wäre so schön gewesen. Aber nein. Hallo. Geh doch mal da hoch. Jetzt hier. Geil. Oh, halt. Da müssen wir einmal den hier.
Mhm. Erend, sind alle in Ordnung da unten? Größtenteils. Wir erledigen die letzten Phantome. Was ist mit den Zeniths? Was machst du denn? Tot, glaube ich. Bist du lebensmüde oder so? Derek erledigt. Gut gemacht. Ja. Danke. Dann sind wohl nur Tilda und Gerard übrig. Aloy, bist du da? Pass auf, ich war im Netzwerk, aber schon nach einer Minute wurde ich rausgeworfen. Ich habe Flugpläne und Flugrouten gefunden. Als ob die Zeniths planten, die Erde zu verlassen. Das ergibt keinen Sinn. Ich weiß. Doch da ist noch mehr. In den Dateien waren lauter Hinweise auf etwas namens Nemesis. Was immer das ist, die Zeniths haben Angst. Alva? Alva! Was ist hier los? Hm. Vielleicht kann Beta mir da weiterhelfen. Ach nee, hier, warte. Was bedeutet Nemesis nochmal? Naja, gut. Hier. Boah, ich dachte, die fällt wieder runter. Wo geht's weiter? Hier vorne. Warte. Das ist der reguläre Weg. Habe ich gehört. Warte. Ich bin fast da. Hä? Ja, jetzt geht's auf einmal. Warte, geh mal da hoch. Da. Und dann einmal hier hoch. Und dann hier. Das war's. Hier ist Schluss. Geht es dir gut? Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast, aber hilf mir, auf das Zenith-Netzwerk zuzugreifen. Ich muss ihre Dateien sehen, alles im Zusammenhang mit Nemesis. Okay. Da drüben. Die Systeme der Basis funktionieren nicht mehr. Also sollte ich das nutzen können. Ja, Nemesis. Hier. Da ist etwas im Weltall. Es verfolgt die Zenith-Aktivitäten auf der Erde. Schau. Fluchtvektoren. Alva wollte mich davor warnen. Die Zeniths wollten nicht hierbleiben. Es ist eine Art Maschine. Oder ein Maschinenschwarm. Die Energiemessungen sind astronomisch. Hey Leute, die Zenith-Kolonie auf Sirius wurde nicht von einer Naturkatastrophe zerstört. Das Ding hier war's. Die Erde ist nicht ihr neues Heim. Sie ist ein Zwischenstopp. Sie sind auf der Flucht. Wie ich sehe, warst du fleißig. Und du hast gelogen. Nemesis, was ist das? Das sind wir. Die Gedanken von Far Zenith. Oder fehlgeschlagene Kopien davon. Immerhin, auf Sirius waren einige mit der körperlichen Unsterblichkeit nicht zufrieden. Ihr Ziel war digitale Transzendenz. Ein Weg, ihre Gedanken in organischer oder mechanischer Form hochzuladen. Nemesis ist ein fehlgeschlagenes Experiment, das verworfen wurde, aber nie gelöscht. Eine riesige Datenbank voller Erinnerungen, Emotionen und Vorurteilen, die vor sich hinschwelte.
Und die hat eure Kolonie zerstört? Wir wussten nicht, dass sie ein Bewusstsein hatte, bis sie sich freikämpfte. Sie wusste alles Nötige aus unseren Erinnerungen. Sicherheitsprotokolle, Systemspezifikation, Überbrückungscodes. Es war schon alles gehackt, bevor wir wussten, wie uns geschah. Dann übernahm sie unsere Druckfabriken, wodurch sie jede Maschinenform annehmen und uns auslöschen konnte. Aber wieso? Stell dir vor, du bist jahrzehntelang allein gefangen und deine Gesellschaft sind nur die verqueren Echos von Größenwahnsinnigen. Sie hasst uns, weil wir sie in dieses Gefängnis gesteckt haben. Und jetzt ist sie frei und tut alles, um uns zu zerstören. Deswegen ist die Erde nicht unsere Heimat. Das Ausrottungssignal, das Hades erweckt hat, habt nicht ihr gesendet, sondern Nemesis. Endlich verstehst du es. Und als das fehlschlug, ist sie von Sirius ausgestattet, um es zu Ende zu bringen. Deshalb müssen wir auf irgendeinen Planeten fliehen, der irgendeinen Stern umkreist, sodass sie uns nicht finden kann. Mit Gaia. Damit ihr euch eine neue Welt aufbauen könnt. Das ist der Plan. Selbst jetzt. Die Erde ist erledigt, Aloy. Nemesis wird alles Leben hier vernichten, damit ihre Schöpfer keine Heimat finden. Aber Elisabeths Traum wird nicht sterben. Du kommst mit mir zu den Sternen. Und mit Gaia werden wir eine neue Welt erschaffen, wo uns diese Monstrosität nie finden wird. Was? Nein. Ich habe Elisabeth geliebt. Mehr als du es dir vorstellen kannst. Ich habe sie zurückgelassen und sie ist mit dem Rest der Menschheit gestorben. Ein Fehler, den ich seit 1000 Jahren bereue. Jetzt steht sie wieder vor mir. Nicht nur eine billige Kopie, sondern das Abbild ihres Selbst. Ich bitte dich nicht. Du kommst mit mir. Es mag dir hart erscheinen, aber in ein paar Jahrhunderten wirst du mir vergeben. Du kannst mich nicht zwingen, Tilda. Dein Schild ist zerstört. Ich habe etwas Besseres. Phantom Prime, zu mir! In Deckung! Ab zur Tür! Ergib dich, Aloy. Du kannst nicht gewinnen. Das kommt mir bekannt vor. Okay. Schön, dass man immer in diesen Spielen mit geilen Infos zugeballert wird, die einen verblüffen und dann kommt noch so ein geiler Bossfight hinterher. Es ist großartig. Ich fange mal damit an. Oh Gott, was war das? Okay, ich habe irgendwas Geiles getroffen. Warte, da war grün. Ich muss durch die Rüstung, bevor ich Schaden zufügen kann. Das ist richtig. Warte. Mach mal. Du kannst nicht gewinnen! Das wird Stunden dauern. Warte. Oh Gott. Oh. Nee. Okay, ging nicht anders. Angriffsmuster-Täter ausführen. Nee, sehe ich nicht. Oh, Alter. Es ist in ihrer Arena einigermaßen groß. Das gefällt mir ganz gut. Oh, warte. Ja, das war dumm. Ich kann auf den Goldpanzer zielen. Oh, das Ding ist schnell. Ja, leider schon irgendwie. Ich probiere die ganze Zeit darauf zu zielen, aber klappt nicht so. Erledige sie! Ha! Diese Goldplatten sind angreifbar! Halt! Ich sehe nichts da vorne. Das ging sauber daneben. Das auch fast. Da will ich treffen. Genau da. Oh, Alter, was ist das denn? Hilfe! Da. Warte. Da. Oh, warte. Ha!
Gell? Ich weich doch aus, Mann. Was soll ich denn dieses noch machen? Dieses Phantom kann noch ganz anderen Dingen standhalten. Das Ding kann nicht treffen. Hä? Alter, diese Gamepad-Steuerung fuckt mich ab. Halt das da. Toll, wieder ein Meter daneben. Geil. Ja, mach doch. Oh, ganz schön schnell. Dachtest du, es würde leicht werden? Du kriegst mich nicht, Tilda. Oh, warte. Das war gut. Ja, genau da. Oh, warte. Ich muss mal kurz weg. Oh Gott. Was passiert hier? Ah. Oh, schon wieder. Hilfe. Aua. Warte mal. Wo ist er weg? Alter, ich hab noch nicht mal die Hälfte runter. Ich will das da treffen. Jetzt habe ich's platt gemacht. Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Ding. Verleihen den Angriff mehr Energie. Was ist das denn? Ja, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren beim Schießen. Klappt ziemlich auch ein bisschen. Oh, warte. Ich muss mal kurz weg. Ich mach dich fertig. Ich hab dich. Wie? Der hat gar keinen Schaden bekommen. Oh, habe ich das falsch gesehen? Warum schreien die dann? Da. Ha, Mann. Da. Mann, jetzt hör auf so rumzuwackeln. Egal. Ich hole es mal ab hier. Oh. Alter! Hör auf, mir hinterher zu rennen. Das nervt. Du hältst mich nicht auf, Aloy! Hab ich getroffen? Nee, hab ich nicht. Das war da drunter. Warte. Oh ne, es sind noch welche. Yeah. Oh, Alter. Hä, was war das denn? Also, jetzt haben wir wenigstens mal auf ein Viertel runter. Was ist denn das hier vorne? Ich will dir nicht wehtun. Hä? Machst du schon die ganze Zeit? Und ich auch, übrigens. Das wird nichts, Tilda! Aua. Warte, ich muss mal kurz hier. Lauf doch jetzt weg, Mann, Alter. Anstatt hier tausend Jahre rumzuliegen. Das bringt doch nichts. Die Rüstung ist ab. Geil. Diese Welt ist am Ende. Wir müssen sie verlassen. Zusammen. Warte. Oh, warte. Ich muss erstmal weg. Aber gleich. Warte. Hallo, Ziel denn? Jetzt. Oh, Alter. Oh, nicht schon wieder. Was passiert da gerade? Ich muss die Goldplatten ausschalten, um die Angriffe zu beenden. Gesprungen. Das sah so wie irgendwie auf dem. Keine Ahnung, wie das heißt. Gravitationsbrett stehen würde. Alter. Hör doch mal auf, so zu wackeln, Mann. Komm's aber gleich. Warte. Oh. Jetzt. Wahl gelassen.
wollte sie dich mitnehmen? Und sie hat dir von Nemesis erzählt. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Von Hades, ja. Daher hatte ich auch die Daten, mit denen man die Zenith-Schilde umgeht. Nur mit diesem Wissen konnte ich die Rebellenarmee erschaffen und hier und jetzt dabei sein. Hättest du das nicht sagen können? Jetzt komm, Aloy. Du bist die Letzte, die im Angesicht von unüberwindbaren Hindernissen vernünftig ist. Als Hades mir von Nemesis erzählte, sah ich, wie man die Figuren auf dem Spielfeld bewegen muss. Und gleichzeitig wurde mir klar, dass du dieses Spiel nie spielen würdest. Dass du versuchen würdest, die Tenakt zu retten. Bis zu einem gewissen Grad hatte ich recht. Du hast meine Pläne ruiniert, aber deine eigenen durchgesetzt. Das Ergebnis ist dasselbe. Wir sind da. Und jetzt ist es an der Zeit, diesen verfluchten Planeten zurückzulassen und mit der Odyssey und der Apollo-Datenbank ein neues Kapitel auf meiner Suche nach Wissen aufzuschlagen, eins mit unendlichen Möglichkeiten. Wenn du möchtest, kannst du dich mir anschließen. Du hast dir deinen Platz mehr als verdient. Im Gegensatz zu Tilda lade ich dich höflich ein. Du willst einfach abhauen und alles zurücklassen? Bleib. Hilf mir, das Ding zu bekämpfen. Vielleicht hat Tilda die Drohung nicht deutlich genug gemacht. Man kann Nemesis nicht aufhalten. Sie hat eine hochentwickelte Zenith-Kolonie in nur wenigen Stunden zerstört. Wie soll es dieser primitiven Erde voller Stämme ergehen? Wenn du Gaia mitnimmst, gibst du das Leben nicht auf. Du würdest einen Samen für eine neue Welt retten. Genau wie Elizabeth. Diese Entscheidung hat sie getroffen. Sie hat alles, was ist, geopfert für alles, was sein könnte. Wenn sie an deiner Stelle hier wäre, würde sie in das Shuttle steigen, Aloy. Hier ist sie. Ist sie verletzt? Sie steht noch. Den Zehen sei Dank. Leb wohl, Silence. Sie sieht gut aus. Als hätte sie gewonnen. Wie immer. Aloy, du hast es geschafft. Wo geht er hin? So weit weg wie nur möglich. Oh. Sicher? Du bleibst. Für den Moment. Deine Leute brauchen alle Hilfe, die sie kriegen können. Braucht noch wer einen Drink? Nicht, wenn es nur dein Bier gibt. Och, mir reicht auch ein Nickerchen. Brillante Idee. Ah, hoffe, es ist wirklich das Ende. Es gibt noch einen Kampf vor uns, Elizabeth. Anders als der, den du gekämpft hast. Es geht nicht um die vage Hoffnung, eine neue Welt zu erschaffen.
sondern darum, unsere zu erhalten. Meine Freunde haben eine neue Mission. Die Botschaft verbreiten und um Hilfe bitten. Damit kommen sie gut klar. Vielleicht liegt es daran, dass sie immer schon wussten, was ich gerade erst begreife. Dass die Menschen dieser Welt stark genug für jeden Kampf sind. Und schlau genug, um jedes Problem zu lösen. Mutig genug, jedes Hindernis zu überwinden. Und robust genug, um nach jedem Fehlschlag wieder aufzustehen. Ich für meinen Teil, ich habe schon Angst. Was vor uns liegt, ist größer als alles, was hinter uns liegt. Aber ich kann die Angst hinter mir lassen. Denn zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich nicht allein. Was soll ich noch sagen? Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Credits auf jeden Fall besser aussehen werden als im Vorgängerteil. Wie man gerade schon unschwer erkennen kann. Ich muss übrigens auch sagen, dass mich dieser Teil nicht so emotional zwischendurch abgeholt hat, wie die beiden Male im letzten Teil. Das kann ich auch sagen. Aber, wie ich am Ende vom letzten Teil versprochen hatte, wird in diesem Teil sehr viel aufgeklärt, wie zum Beispiel Ausrottungssignal. Aber auch werden Sachen für den dritten Teil, der höchstwahrscheinlich auch schon in der Mache ist, ja, neue Fragen in den Raum gestellt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass das hier gerade nur so ein Mini-Zwischenfazit ist, weil wir haben noch ein DLC vor uns, das höchstwahrscheinlich direkt hier nach den Credits anfangen wird. Ja, das mit Tilda, das fand ich ein bisschen, naja. Das hätte man über die 3-Wege-Schiene von mir aus lösen können, ob die mit hier bleibt oder ob es so endet wie gerade eben. Mit Faust, Gehirn oder Herz, finde ich, hätte da gut reingepasst. Aber gut. Weiß auch nicht, genauso wie im letzten Teil, was ich jetzt noch groß dazu sagen soll. Sachen, die mir zwischendurch nicht gepasst haben, habe ich direkt gesagt. Wie immer eigentlich auch. Was in den letzten Cutscenes passiert ist, habe ich gerade gesagt. Was für einen Ausblick wir noch haben, habe ich auch gesagt. Dass Sachen aufgeklärt wurden, habe ich auch gesagt. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist die Credits hier mal zu Ende schauen, würde ich sagen, weil das echt geil aussieht, wie ich finde. Wir müssen immer bedenken,
Wir hatten die ganze Zeit nur eine nur in Klammern eine PS5-Grafik, ja. Das Einzige, auf was wir nochmal kurz warten können, ist... Oder kommt das nicht mehr, weil Musik hatten wir gerade, vielleicht habe ich es auch verpasst. Vielleicht kommt es gleich noch. Mein Freund. Ich hätte übrigens gerne genau das, wie wir hier in den Credits gerade rumfliegen, nochmal gerne ohne den Text als Video. Einfach zum Entspannen zwischendurch. Ich glaube, das wäre ganz geil. Wie es da aussieht. Hätte mir gewünscht, dass wir Hephaestus jetzt auch noch haben. Habe ich das eigentlich richtig gesehen, als eben Gaia wieder... als die Beta eben Gaia wieder in unsere Basis gebracht hat und wieder zum Laufen gebracht hat? Habe ich das richtig gesehen, dass nur noch bei den Unterfunktionen, in Klammern nur noch, Apollo und Hephaestus gefehlt haben. Das hat mich mal interessiert. Ich kannte die ganzen Symbole leider nicht. Deswegen weiß ich das leider nicht so. Das Einzige, was ich konnte, war Hephaestus mittlerweile. Aber der hat uns ja schon seit dem DLC im letzten Teil begleitet. Und ich glaube, ich werde übrigens, wenn ich mir das mal gerade so überlege, schaffe ich diesen Teil hier mit DLC, im Gegensatz zum letzten, in 3 Aufnahmesessions statt in 4. Ja, den letzten Teil habe ich, glaube ich, in 4 gemacht, weil das DLC noch eine extra Aufnahme war. Das werde ich hier auch so machen. Vielleicht muss ich das DLC auch in 2 Aufnahmen machen, dann schaffe ich es in genauso viel, weil das ist jetzt erst die zweite gerade, die läuft. Die einzige Pause, die ich bei dem Spiel hier gemacht habe, ist nach der ersten Aufnahme und die kleine Pinkelpause zwischendurch gerade eben. Freue ich auch nicht mehr gerade eben. Fühle mich auch nicht mehr. Ist auch schon wieder, warte, ich guck kurz auf die Uhr. 4 Stunden 20 ungefähr her. Bisschen weniger. Naja, gut. Aber, genauso wie beim letzten Teil, hat mir der Teil hier so viel Laune gemacht, so viel Spaß gemacht, dass ich direkt weitermachen wollte. Ja, ich konnte einfach nicht aufhören, es tut mir leid, weil das Spiel halt so geil ist. Es geht nochmal nicht anders. Können wir bitte nochmal durch Vegas durchfliegen? Ich will die geilen Lichter nochmal sehen. Ja, das war in der gleichen Aufnahme, falls ihr fragen wolltet. Okay, wir fliegen in die Richtung, geil. Ich würde übrigens echt gern für den nächsten Teil wünschen, vielleicht ging es auch schon im vorherigen oder in diesem Teil hier, dass man einen Sturmvogel überbrücken kann, dass man auf dem fliegen kann. Das wäre echt geil. Genauso wie hier einen Donnerkiefer zu reiten, das wäre auch echt geil. Und bitte nicht als Mod, sondern wirklich eingebaut. Und was auch geil wäre, ist hier, wo wir hier zum Schluss in der Brutstätte gekämpft haben gegen das dicke Ding. Das wäre auch geil. Eins von den beiden, Donnerkiefer oder der. Obwohl Donnerkiefer schon geil wäre, weil es ein bisschen Tradition hätte. Den haben wir schon seit dem letzten Teil dabei.
Das wäre geil, wenn der im nächsten Teil auch wieder mit drin wäre. Genauso wie Sturmvogel. Ich glaube, den haben wir in diesem Teil noch gar nicht gesehen, oder? Bin mir nicht sicher. Aber wir werden sehen, weil, wenn wir mal bedenken, der Teil hier, den wir gerade spielen, der kam, sagen wir mal, 5 Jahre nach dem ersten raus. Das heißt, wir können uns noch gute, sagen wir mal, 4 Jahre, ein bisschen weniger vielleicht, auf den nächsten Teil freuen. Und ich glaube, übernächstes Jahr können wir ja vielleicht mit der Rechnerversion rechnen, vielleicht sogar auch früher, was geil wäre, ja, für euch. Für den Kanal ist es jetzt egal, weil ich nicht mehr abwarten konnte. Das Let's Play ist jetzt direkt nach dem Zero Dawn Let's Play gestartet, weil ich es einfach nicht mehr abwarten konnte. Und bei der Abmod, bei der letzten von Zero Dawn, sage ich noch, ja, ich lasse euch entscheiden, bis die Rechnerversion rauskommt, ob wir die spielen oder ob wir direkt weitermachen. Ja, es ist großartig. Übrigens, kleiner Funfact, ihr werdet mich jetzt für verrückt halten, aber es läuft gerade noch. Wir sind gerade mitten im Let's Play von Zero Dawn, sind wir gerade erst mittendrin bei dem DLC von Frozen Wilds am Spielen. Ja, die Aufnahme läuft gerade noch auf dem Kanal, bevor überhaupt die erste Folge gestartet ist von dem hier. Ja, das möchte ich mal kurz anmerken. Weil ich halt Bock auf die beiden Spieler hatte. Es tut mir halt leid. Eigentlich überhaupt nicht, aber geht nun mal nicht anders. Vielleicht sollte ich die Credits als extra Video nochmal raushauen und mein Gelaber darüber. Weil ich glaube, das möchten manche auch genießen und ich laber einfach darüber. Das ist, glaube ich, nicht so. Und ich tue es einfach weiter. Weil mir immer bröckchenweise noch irgendwas einfällt, was ich noch sagen will. Aber so wie jetzt gerade, muss man einfach mal die geile Grafik genießen. Und ich muss es schon wieder sagen, wir müssen mal bedenken, dafür, dass es PS5 ist, sieht das halt schon echt hart brutal geil aus. Würde ich behaupten jetzt, ne? Was sehe ich da links für einen Schatten? Das war nicht von unserem. Da oben ist er, guck. Auch wenn ich diese Mistvögel hasse, ist echt geil, wenn man mal auf das Ding, auf dem Sturmvogel da oben, wenn man den überbrücken könnte, zum drauf rumfliegen. Das wäre echt Hammer. Und mit Kämpfen, das wäre noch geiler. Genauso wie beim Donnerkiefer. Was war das eigentlich für ein Viech da rechts gerade? Würde mal interessieren. So, ich glaube, wir kommen langsam Richtung Ende von den Credits, weil wir fliegen langsam ans Map-Ende hier hinten. Mit der fetten Basis da hinten drauf. Wo wir ja alle richtig geil platt gemacht haben, weil Silent so eine geile Erfindung hatte. Deswegen musste er auch hier bleiben. Ja, für solche Erfindungen ist er echt gut. Ja. Wir sollten ihm echt nochmal eine Seele einpflanzen, so hart es auch klingt, ja. Ich glaube, dann kann das eine ganz geile Runde werden mit den anderen, die wir im Laufe des letzten, aber auch diesen Teils haben wir sehr viele neue Weggefährte gefunden. Ich glaube, dann könnte das eine ganz geile Runde werden. Ich glaube, in dem Dorf hier waren wir noch gar nicht, kann das sein? Oder ist das das, wo wir auf dem Weg zu, von, Teds Bunker waren? Ist das das, wo wir kurz einen Zwischenhalt gemacht haben? Ich weiß es gar nicht. Könnte auf jeden Fall sein, weil es hier hinten mitten im Wald ist. Was? Office. Konnte ich wegen der Sonne gar nicht lesen.
hinaus mit dem Nebel und der Sonne da hinten zusammen. Komm schon, jetzt eine geile Fassrolle unter der Brücke durch. Na klar, was sonst? Mega. Was ist das denn hier? Ah, Flugzeugwrack, ne? Ja. Ah, guck mal, was da hinten ist. Der Blick auf die Golden Gate da hinten, die im Arsch ist, erinnert mich so ein bisschen an, wer ist der nochmal? In einem Bond-Film hier mit Roger Moore. Ich hab vergessen, wie der heißt. Ich weiß, wie er auf Englisch heißt, Few to Kill. Wie der da unten an dem fetten Zeppelin hängt. Und die darauf zufliegen. Hat mich gerade so ein bisschen daran erinnert. Na klar. Ich wollte gerade sagen, wenn wir nur eine Seite damit hätten, wäre ein bisschen komisch. Weil es innerhalb von 5 Jahren zusammenkommt, kann schon nicht so wenig sein da. Ja. Aber sehr gerne doch. Immer wieder gerne. Macht einfach so weiter. Geil hätte ich es gefunden, wenn wir zum Schluss nochmal in den Sonnenuntergang reingeflogen wären. So, und spätestens jetzt haben wir Copyright Infringement, kann das sein? Ich frag nur. Stimmt, jetzt wo ich Hades gerade lese, ich fand in diesem Teil die Synchronstimme von Hades auf Deutsch auch richtig geil. Ist deprimiert? Gut. Das fand ich mega geil. Verzweifelt übrigens gerade ein paar Namen wieder zu erkennen, aber leider kenne ich keinen einzigen bis jetzt. Tut mir leid. Außer von den Bekannten, die am Anfang natürlich durchgelaufen sind. Die kennt man ja mittlerweile. Auch vom ersten Teil. Aber wie wir an dem Teil erkannt haben, haben die mal wieder geile Arbeit geleistet. Ja? So wie im letzten. Sag mal, wie viel Additional Voice haben wir hier eigentlich? Ich frag für ein Schulprojekt. Ist das auf Deutsch eigentlich Walla Voices? Frag nur. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Motion Capture Performance und den Additionals? Genauso wie bei den Voices. Heißt das nur, die haben weniger gearbeitet? Oder was soll das heißen? Ja nur wissen. Oh, Musik. Dann werden wir es jetzt gleich sehen, was ich meinte. Wir sollen noch kurz warten und müssen es jetzt gleich kommen. So.
Ah, hier, Solo-Vocals. Julie Elvin, die meinte ich. Die hat auch im ersten Teil schon mitgesungen. Your back is straight as you walk away, straighter than an oak in a storm. Only I remain. Should I have been reshaped in your image? Is that what you want? I am raindrops in the flood. Oh Gott. Wenn das PlayStation Studios kommt, dann brauchen wir noch ein bisschen. Dann sind wir gerade am Anfang von den Credits gerade, wenn das PlayStation erst kommt. Es tut mir leid. Schön mit dem Meeresrauschen auch die ganze Zeit im Hintergrund noch. Ich weiß ja, jeder Name sollte hier gewürdigt werden, ja? Steht außer Frage für mich, ja. Auch für die meisten anderen hier mit Sicherheit. Aber wäre es nicht geil gewesen, bei den Teams, die ein bisschen größer waren, in manchen Kategorien zum Beispiel, ja. Wenn man da vielleicht ein paar Spalten mit Namen nebeneinander gemacht hätte. Ich bin ehrlich, ich glaube, es hätte kaum einem wehgetan, ja. Wie gesagt, es steht außer Frage, dass die Leute hier gewürdigt werden, ja. Haben sie auch mehr als verdient für das Spiel hier, ja. Aber gerade bei sowas wie PlayStation Studios oder Sony Interactive, was höchstwahrscheinlich auch noch kommen wird, das hatten wir ja noch nicht. Da wünsche ich euch auch viel Spaß, wenn das durchläuft, ja. Ich verstehe übrigens die Leute, die sowas vorspulen, ja, ganz normal. Aber ich werde es fürs Let's Play trotzdem zeigen, ja, gar keine Frage. Aber wie gesagt, mehrspaltig, es hätte keinem weh getan. Ich lehne mich da jetzt mal so ein kleines bisschen aus dem Fenster, ja. Vor allem, wenn man dann sieht, dass sowas nach Alphabet sortiert ist. Ich muss sagen, aufgrund der Technikabmischung ist der PlayStation Sound oder generell, was per HDMI-Signal in den Rechner reingeht, bei mir ist es Mischpult immer ein bisschen leiser, weil ich es erst in der Nachbearbeitung hinterher immer nachverstärken will, damit ich die größte Freiheit habe, genauso wie mit Videofiltern, die ich eigentlich gefühlt nie benutze. Lasse ich mal alles Standard laufen, also auf 100% ganz normal und regel dann immer meine Kopfhörer nach, sodass ihr keinen Unterschied hört. Deswegen war das ganze Spiel für mich jetzt ein bisschen leiser als Zero Dawn zum Durchspielen, weil es ja auf dem Rechner lief. Ich hatte bei der Kampfmusik zum Beispiel, ja, auch wenn ich probiere, so unnötigen Kämpfen immer direkt aus dem Weg zu gehen oder immer mal kurz einen Prozess machen will, kam es mir trotzdem gerade in dieser Situation, in solchen Situationen mit Kampf, kam es mir nicht so vor, als ob sich die Musik so schnell wiederholt wie im Vorgängerteil, weil der Soundtrack, ich habe keine Ahnung, der ist mit Sicherheit sehr viel voluminöser, ja, in der Masse, aber auch in der Qualität genauso gut wie im ersten Teil, ist es mehr als im ersten Teil, ja. Also im ersten Teil hat man schon manchmal gemerkt, gerade bei der Kampfmusik, dass er immer wieder das gleiche Lied gespielt hat, gefühlt, ja. Oder auch in den Bunkern, da hat man auch immer wieder
das gleiche Lied gehört, ja. Was natürlich nicht schlimm ist, weil es gut ist. So schlimm ist das jetzt nicht, weil die Story hat ja auch irgendwann ein Ende, ja. Und gerade in der Storylänge vom ersten Teil war das noch okay, dass man das gemacht hat. Ob das hier auch noch so gut gekommen wäre, weiß ich nicht. Ich finde, man hat es aber ein bisschen gemerkt, hat man es, als war... Für mich war es gerade eben für euch vor ein paar Folgen mit Sicherheit. Ich hoffe, ich habe eine Folge für euch draus gemacht. Als wir die ganzen Gespräche geführt haben. In der Basis hat man schon gemerkt, finde ich, dass da immer wieder der gleiche Song gespielt hat. Aber was natürlich auch nicht schlimm ist. Weil... Ich gehe mal nicht davon aus, man hat an manchen Stellen in den Dialogen gemerkt, dass manche Dialoge auch für vor gewissen Vorfällen, bevor wir Gaia mit Hephaestus verschmelzen wollten, gedacht waren. Das hat man schon ein bisschen so rausgehört. Gerade als wir hier mit So gesprochen haben, da hörten sich manche Dialoge schon so an, als ob wir haben uns zusammen und so weiter das und das gemacht. Das hat sich schon so angehört, als ob das gerade zu dem Zeitpunkt wirklich passiert wäre, als der gute Wahl halt noch da war. Aber was halt nicht der Fall war. Ich glaube, wir haben alle Dialoge auf einmal. Also ich habe die für euch abgespult. Naja, gut. Hey, wir sind immer noch auf PlayStation Studios. Wann ist denn mal hier Sony dran? PlayStation, also Sony. Ja, ist mir klar. Aber ihr werdet höchstwahrscheinlich sehen, dass da gleich noch so ein Sony Interactive kommen wird. Und es wird nicht viel kürzer sein als PlayStation, was da gerade durchläuft. Koma, mit Ankündigung. Jim Ryan. Präsident und CEO. Ganz wichtig. Ne? Nicht nur CEO, sondern auch noch Präsident von Sony Interactive. Ne? Muss man dazu sagen. Mark Facto, das ist voll der geile Name. Viel geiler wäre, wenn er Mark de facto heißen würde. Ja, ich bringe selbst in Credits Wortwitze, den mit Sicherheit niemals einer hier hören wird. An den einen, der das hier gerade gehört hat, wir müssen uns irgendwas Besonderes ausdenken, das nur noch wir beide wissen, wenn du jetzt was in die Kommentare schreibst, dass du das gefunden hast. Ich brauche jetzt irgendein gewisses Stichwort, was du da unten reinschreiben musst. Und vor allen Dingen irgendeins, was nicht reinpasst. Was überhaupt komplett rausfällt. Oder viel besser, schreib mal rein... De facto ist, ich habe es gefunden. Das kann man, glaube ich, gut reinschreiben dafür. Hey, Italien, in wie vielen Ländern sitzt Sony nochmal? Ist auch geil, ne? Sony Studio Italien in San Diego da oben.
San Matteo, Bend. Naja, gut. Und ganz wichtig, das italienische Studio in Europa. Da auch nochmal. Oh Gott, Nordwesten, Südwesten. Ah, jetzt sind wir schon hier bei External. Ich habe übrigens nicht auf die Uhr geschaut, wann die Credits losgegangen sind. Das wäre mal geil zu wissen gewesen. Damit ich ungefähr hätte abschätzen können, wie lange das jetzt noch dauert. Ist ein bisschen blöd geworden. Ja, schade. Ich finde das auch besser, das Let's Play nochmal durch die Credits zu begleiten, auch wenn es keiner sehen wird, gefühlt. Ja. Im letzten Teil habe ich es nämlich nicht gemacht, da bin ich zwischendurch rausgegangen, einfach habe gesagt, so hier Credits, das und das und tschüss. Ja, wir sehen uns nach den Credits wieder. Übrigens lustige Geschichte, die ich hier mal erzählen kann, zum letzten Teil, zu den Credits, die gelaufen sind. Ich hatte übrigens gehofft, dass nach dem DLC nochmal Credits kommen, damit ich mich gebürtig verabschieden kann, aber dann war ja einfach Schluss. Ja, da bin ich immer noch enttäuscht heute drüber, aber egal. Was in den Credits im letzten Teil passiert ist, ich habe gesagt, oh Gott, ich war so emotional berührt, ich kann nicht mehr. So, dann habe ich noch ein bisschen was gesagt und dann habe ich gesagt, ja, hier nach den Credits geht's weiter, ciao. So, dann bin ich rausgegangen, habe ein bisschen was gemacht, gegessen mit Sicherheit, Toilette, was man halt so nach der Aufnahme macht. Dann dachte ich mir so, ah komm, eine Stunde ist drinne. Ich komme nach einer Stunde wieder. Ist da schon alles durchgelaufen? Ich muss sie hinterher bestätigen drücken. Ich so, habe ich im Schnitt hinterher dann schön korrigiert, sodass es aussah, als ob ich die ganze Zeit da gesessen hätte. Neuseeland. Game on. Sag mal, wie viele CEOs habt ihr eigentlich? Arbeitet da überhaupt noch einer, wenn ihr so viel CEO... Alter, das geht, die Liste hört ja gar nicht mehr auf. Was ist denn da los? Game on hat nur CEOs. Jetzt geht's direkt mit Goodbye Kansas weiter. Die haben auch nur Director. Was ist mit denen los? Die haben nur Regisseure. Guck mal. Da arbeitet keiner. Da sagt jeder, wie es läuft, aber irgendwie wundern sie sich, dass nichts passiert mit Sicherheit. Oder kommt da jetzt genau einer? Und nur, das wäre echt lustig. Warte. Sag mal, wie viele Regisseure habt ihr denn? Die Firma muss echt Geld haben, wenn die nur Regisseure hat. Ich meine, für die gesamten Horizon-Teile war es einer. Ja, okay, die haben nur Regisseure, auch nicht schlecht. Muss ich lohnen für Game On? Nee, das war schon das Studio danach. Habe ich schon wieder vergessen, wie es hieß. Josef Stengel. Das ist ja voll der geile Name. Entschuldigung. Oh, Kuku. Die haben auch nur CEOs. Guck mal, der Laden muss echt laufen. Wenn die nur noch CEOs haben mittlerweile. Ja, siehst du. Oh, hier Kudos. Die haben auch nur Generalmanager. Ist auch nicht schlecht. Guck mal, läuft. Die haben nur Generalmanager. Geil. Ah, ne, hier, guck mal. Ah, ne, das ist Taipei. Kudos. Okay, schade. Die haben auch nur Manager, leider. Ah, das ist blöd. Die managen die Firma sehr gut. Die Frage ist, wenn man nur Manager hat... Wie will man dann die Firma unterhalten? Die bekommen ja nur Geld, die treiben ja nichts ein, gefühlt. Little Red Zombies. Da arbeiten einfach nur Leute.
Da ist keiner CEO, da ist gar nichts. Da arbeiten die einfach nur. Das gefällt mir. Die Firma gefällt mir. Metric Mines. Managing Partner. Da kann ich mir nichts vorstellen. Alles gut. Christian Schroth fand ich aber gut. Oder René Dose. Christian Dreher. Gottbrecht. Lange. Original Force, das ist auch eine geile Abteilung. Name zumindest, keine Ahnung, was man da macht. Pixel Mafia, das ist ja ein geiler Name. Die haben auch nur Regisseure, guck mal. Pixel Mafia, okay, zu dem Namen passt es aber auch, dann ist das in Ordnung. Red Hot CG. Die haben auch noch CEOs, guck mal. Wird immer besser. Die Liste hört auch gar nicht mehr auf, ne? Ey, guck mal, Side LA hat nur einen Mitarbeiter und dann kommt Ukraine. Dann kommt Großbritannien und da arbeiten alle. Alle anderen, meine ich. Kann wir in den Credits noch so alles machen? Keine Ahnung. E-Mails beantworten. Briefe schreiben. WhatsApp schreiben. Keine Ahnung. Könnte ich eigentlich alles mal machen. Die Switch anmachen. Wäre auch nicht schlecht. Ja. Im Handheld-Modus oder so. Keine Ahnung. Sonst fällt mir gerade nicht so viel ein, muss ich sagen. Steuererklärung wäre auch eine gute Alternative, ja. Wenn die Credits laufen, könnte ich auch machen. Was haben wir noch? Sonst fällt mir nicht so viel ein. Tastatur entstauben. Das wäre mal eine geile Beschäftigung für Credits. Schön immer mit Q-Tip zwischen den Tasten durch, damit auch alles schön sauber ist. Auch mit Desinfektionsmittel, so, mit richtig geil viel Alkohol drin, damit auch alles schön komplett sauber wird. Das wäre auch eine geile Beschäftigung. Was gibt's noch? Was trinken wäre auch mal ganz geil, ja, das mache ich jetzt zum Beispiel, ja. So. Wir sind ja in den Credits, da kann ich auch mal ein bisschen hier... bisschen übers Voice Gate hinausgehen. Sonst mache ich das immer ganz leise nebenbei während Cutscenes. Aber jetzt kann ich es auch mal so machen. Ist ja egal. Kann ja mal nebenbei was trinken. Ist ja egal. So. Grüßt euch hier nicht. Ich hoffe, ihr habt auch was und ich trinke euch jetzt keinen vor. Wäre natürlich blöd jetzt. So. Worauf man bei Horizon immer zählen kann. Dass wir immer geilen Soundtrack im Hintergrund haben, wie wir gerade hören. Fällt mir gerade noch wieder so nebenbei ein. Oh, da kommen die Logos. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Udel, die gibt's noch. Oh, von Epic Games. Oha. Hab ich ganz vergessen. Ich glaube, das war's. Da sind wir wieder. Erstmal Fertigkeitspunkte ausgeben, würde ich behaupten, wa? Guck mal.
Hier? Hier unten. Drei Stück. So, als nächstes brauchen wir nochmal drei Punkte. Was aber auch heißt, wenn man in der Story mal ganz kurz nebenbei abschreibt, in der Hauptstory. Wir haben jetzt hier oben noch einen Punkt verbraten, da hätten wir drei, dann bräuchten wir noch zwei Level-Ups. Dann könnte man in dem kompletten Hauptstory-Durchlauf einen kompletten Fertigkeitsbaum fertig machen. Obwohl, die hier unten zählen ja eigentlich nicht, weil das ist ja vom DLC hier die drei Dinger, die hier unten dazukommen, genauso wie hier und in allen anderen Fähigkeitsbäumen. Aber wir gucken mal, was jetzt passiert, weil jetzt müsste ja theoretisch was passieren, habe ich ganz zu Anfang mal gesagt. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Hauptspiels. Aloys Geschichte wird nun im Burning Shores DLC weitergehen. Einem völlig neuen Gebiet der Karte mit neuen Charakteren, Maschinen, Waffenfertigkeiten, Werkzeugen, Outfits, Sammelobjekten und mehr. Aloy wird demnächst kontaktiert und erfährt die nächsten Schritte zu Beginn der Reise. Du kannst das Spiel auch im Neues Spiel Plus noch einmal spielen, indem du jederzeit den Neues Spiel Plus Startpunkt in der Basis benutzt. Danke fürs Spielen und genieße die brennenden Küsten. Das Horizon Team. Oh, sehr gerne doch. So. Da noch eine restliche Einblendung. Der Gedenkhain. Aha. Glimmerwinkel? Irgendwie. Ah, das ist mit Sicherheit, weil wir in den Credits da überall rüber geflogen sind. Ne? Das kommt, glaube ich, hin. Obwohl die Reihenfolge nicht ganz passt. Ich lasse das mal kurz durchlaufen, bevor wir weitergehen. Hab eine Frage. Ist das denn auf der Karte auch aufgedeckt? Nee, ne? Nee, auf der Karte ist das nicht aufgedeckt. Das wäre aber echt lustig gewesen. So, jetzt sind wir wieder hier. Aloy, ich bin auf ein gewisses Problem gestoßen, über das wir reden müssen. Ich warte bei Tilda. Ist ein gutes Hauptquartier für meine Nachforschungen in der Zenith-Basis. Keine Sorge. Ich habe ihre wertvolle Kunst nicht angefasst. Gut. Ich komme so schnell ich kann. Neue Hauptquest zu den brennenden Küsten. Ah, okay. Okay, da wird es in der nächsten Aufnahmesession weitergehen. Das mache ich nicht mehr in dieser. Weil ich will langsam echt mal ins Bett. So wie gestern, wo ich die erste Aufnahmesession gemacht habe. Moment, da habe ich angefangen, habe ich ihm erzählt. Okay, aber was wir noch machen können, ist hier. Was hast du vor? Ich will möglichst schnell herausfinden, wie die Biosphäre temporär stabilisiert werden kann. Wir haben zwar Hephaestus nicht, aber uns fällt bestimmt etwas ein. Das wäre echt ein geiles DLC, wenn man nochmal alle Unterfunktionen, die jetzt noch fehlen, in dem Teil noch mit reinpacken würde und dem nächsten Teil direkt sich um Nemesis kümmern könnte. Das wäre echt geil. Und wo wir auch nochmal hingehen könnten zum Abschluss ist hier. Die ist ja jetzt nämlich wieder da. Es ist schön, dich zu sehen. Alles in Ordnung, Gaia? Ja, es ist gut, zu Hause zu sein. Auch wenn es dauert, meine heuristische Matrix neu einzurichten. Ich muss sicherstellen, dass sämtlicher Zenith-Code aus meinen Systemen gelöscht wird. Gute Idee. Nimm dir Zeit dafür. Schon komisch, hier in der Basis rumzulaufen, völlig ohne Musik, ne? Hat auch eine gewisse geile Atmosphäre, muss ich sagen. So. Und jetzt müssten ja eigentlich alle weg sein. Haben wir eben in den Credits gesehen. Bevor die losgingen sogar noch. Ich würde vorschlagen, machen Folgendes. Wir machen es genauso wie im letzten Teil. Nur besser. Nee, warte. Ich gehe mal raus. Bewegen und warm halten. Gute Idee. Nein. Wir machen es wie im letzten Teil. Ich reise schon mal vor der nächsten Aufnahmesession schon mal dahin, wo es weitergeht. Hier ist übrigens noch ein Fragezeichen, was ich vergessen habe, aber egal. Ich reise mal dahin, weil woanders geht nicht. Obwohl, warte. Das eine Schnellreisepaket lohnt sich gar nicht auszugeben, weil
hier vorne direkt ein Lagerfeuer auf uns wartet. Mit dem wir direkt zum nächsten reisen können. Das wäre echt Verschwendung. Warte. Du! Lass dich mal. So, das war hier unten. Da will ich hin. Das machen wir nochmal schnell. Vielleicht haben wir auch einen geilen Ausblick auf die Küste, kann ja auch sein. Oh, geiles Foto. Haben wir nicht. Na, schade. Egal. Ich stelle mich mal... Wo stelle ich mich hin? Ist eigentlich egal, weil es direkt weitergeht, theoretisch gesehen. Ich stelle mich mal hier hin. Und dann würde ich sagen... Ich glaube, ich bin einer der wenigen, dem es gelungen ist, innerhalb von 2 Aufnahmesessions die komplette Hauptstory von dem Spiel hier durchzuspielen. Aber keine Sorge, für die Leute, die es interessiert, in der nächsten Aufnahmerunde, keine Ahnung, ob es für euch im gleichen Video ist, geht es nämlich weiter mit dem DLC. Das heißt, ich kann mich an dieser Stelle von den Leuten verabschieden, die sich nicht für das DLC interessieren und direkt auf den nächsten Teil warten. Kleiner Spoiler, könnte ein bisschen dauern, bis der nächste Teil rauskommt. Das heißt, ihr könnt euch das DLC gerne mit anschauen. Ich bedanke mich an dieser Stelle auf jeden Fall vorläufig erstmal recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe, wir sehen uns im DLC gleich wieder. Und bis dahin, macht's gut.